Ein Herz für mich? Blumen für Edgar? Ach nee, heute ist ja Muttertag. Ach verdammt, was mache ich denn da? Oh nein. Okay. Aber Kuchen ist ja immer drin, ne? Der ist ja auch schnell gemacht. Das. Tagchen und herzlich willkommen zu Yum Tam Tam. Pünktlich zum Muttertag machen wir den schönsten und leckersten Bärenkäsekuchen der Welt. Wir beginnen mit dem Boden, der auch gleichzeitig der Teig für die Streusel ist. Der Kuchen ist nämlich ganz einfach, das ist das Praktische. Wir brauchen eine große Schale. Bei dem Kuchen ist wichtig, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben. Also fangt quasi schon ein paar Stunden vorher an, indem ihr alles raustut. Auch diese Butter ist schön weich. Wir brauchen 200 Gramm. Dann eine Waage für den Zucker. Ich finde selbstgemachte Geschenke immer besser als was Gekauftes. Und vor allem, wenn es noch was Leckeres ist, dann macht man, glaube ich, jeden damit eine Freude. Eine Prise Salz dazu und ein Päckchen Vanillezucker. Und jetzt das Rührgerät. So. Jetzt darf ein Ei dazu. Nun eine Schüssel für die trockenen Zutaten. Da kommt jetzt nur ein Ei in den Teig, weil er soll ja eher so streuselig knusprig werden. Nicht so ein Rührteig, sondern so ein bisschen anders. Und für die Fluffigkeit ein bisschen Backpulver. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch in der Familie Muttertag gefeiert wird, was ihr euren Müttern schenkt, also wenn sie nicht heimlich dann in den Kommentaren nachlesen. Oder ob es einfach so ignoriert wird, so wie manche Leute ja auch keinen Valentinstag feiern. So, kurz vermischen. Und jetzt darunter. Und jetzt mache ich es immer so wirklich nur ganz kurz mit dem Rührgerät, so ein bisschen. Und den Rest jetzt eher mit den Händen so abkrümeln. Und dann gleich in die Form. Wartet, die hole ich. Ich mache tatsächlich auch zu Hause super oft so einen Streusel-Käsekuchen. Auch mit so einem Teig, mit so einem Boden. Das ist nämlich super praktisch, weil man eben nur einen Teig machen muss. So, und das fällt einfach hier runter, das fällt gar nicht auf. So, zurück zu unserem Teig, der ist jetzt richtig fluffig. Und jetzt 2/3 davon in die Form drücken. Ich meine, jeder mag ja Streusel. Wenn man sich dann vorstellt, dass die Streusel oben und unten sind quasi. Oh yeah. Und zieht ruhig auch so einen kleinen Rand hoch. Das Ganze kommt jetzt kurz in den Froster und in der Zeit kann ich die Füllung machen. Wir machen jetzt eine richtig leckere Käsekuchenfüllung. Und dafür nehmen wir noch mal ein bisschen Butter. Und noch ein bisschen. Dann könnt ihr am Sonntag zum Muttertag ein richtig schönes Kaffeekränzchen veranstalten. Dann für den leckeren Geschmack noch mal einen Vanillezucker. Dann brauchen wir auch noch normalen Zucker. Und auch am Muttertag. Für alle Mamis da draußen, Zitronenabrieb. Das passt super gut in Käsekuchen und mit Beeren sowieso. Und in Life auch generell. Jetzt die Eier dazu. Schwupp und schwupp. Und da ist eben wichtig, dass alles Zimmertemperatur hat. Weil sonst verbinden sich die Sachen nicht. Ich frage mich ein bisschen, warum es eigentlich Käsekuchen heißt, wenn doch am Ende nur Quark reinkommt. Aber Quarkkuchen heißt es auf jeden Fall nicht. Und los geht's. Und 2. Und 3. Ich gebe auch gleich die Speisestärke dazu, damit das Ganze auch richtig schön zusammenhält. Und jetzt das letzte Mal rühren für heute. Fertig! Gott, das würde ich jetzt schon so gerne auslöffeln. Aber jetzt wird es noch leckerer, denn jetzt kommen die Beeren dazu. Ein paar lasse ich für oben drauf. Ich habe jetzt Himbeeren und Blaubeeren. Ihr könnt natürlich alle Beeren nehmen, die ihr gerne habt. Achtung! Oh.
Boah, das wäre jetzt aber eine leckere Quarkspeise. Und da sagt man dann nicht Käsespeise oder was? Hä? Ich hole mal den Kuchen. Nun darf die Masse einfach hier drauf geschüttet werden. Oh, das wird so ein richtiger, fetter, großer Käsekuchen, wie beim Bäcker. So ein bisschen glatt streichen. Und damit auch jeder gleich sieht, dass es ein Bärenkuchen ist, oben nochmal welche drauf. Spätestens beim Aufschneiden sieht man dann all die hübschen Berries. Und das Wichtigste, der restliche Streuselteig obendrauf. Oh, ich liebe Streusel, wirklich. Aber ich glaube, ich kenne auch niemanden, der keine Streusel mag. Falls irgendjemand da draußen keine Streusel mag, schreibt es nicht in die Kommentare. Es gibt so ein paar Lebensmittel, die sind einfach lecker. Pizza, Nudeln, Streusel, Haselnusseis, Zitronenabrieb. So, nun kommt das Ganze in den Ofen und ich habe Zeit, meine Sauerei aufzuräumen. Ey, was mit dem Licht? Da muss man wohl mal die Lampe austauschen. Wenn ihr riechen könntet, wie es hier duftet, oh Gott. Und er ist wunderschön geworden. Guckt mal. Leider muss man jetzt wirklich warten, bis er gut abgekühlt ist. Yes, er sieht so unfassbar hübsch aus. Und wir machen ihn aber noch schöner. Für all die Mamis da draußen. Ich gebe einfach noch ein paar Beeren oben drauf. Beeren schaden ja nie. Und was sich natürlich immer gut macht auf Streuselkuchen, ein bisschen Puderzucker. Tudu. Und ich glaube, das ist ein verdammt süßes Geschenk. Kennt ihr das, wenn man so richtig Respekt davor hat, einen Kuchen anzuschneiden? Das ist jetzt gerade so, weil er so hübsch ist, aber ich tue es jetzt einfach. Das muss eigentlich immer der machen, der den Kuchen gebacken hat und da ist meistens ich bin. Wenn es auch immer ich dies anschneiden muss. Oh, er ist so fluffig. Das Messer gleitet da durch wie Butter, ey. Oh, er sieht perfekt aus. Guckt euch das an. Oh, eigentlich bist du fast zu schön, um gegessen zu werden. Aber ich kann ja einfach noch einen für Muttertag backen. Oh. Mm. Boah, das ist so schön cremig und so fruchtig durch die Beeren. Also ich glaube, dass sich jede Mama und auch jeder andere Mensch auf der Welt über so einen Kuchen freuen würde. Falls ihr Bock habt auf noch mehr süße Rezepte, hier oben sind die Beeren-Charlottes und hier die Pavlova-Torte. Und ich sage Tschüss, auf die Muttis, bis bald!